es ist ein Fulltime-Job. Wenn ich morgens aufstehe und mein Personal zusammengetrommelt habe, dann wird wieder alles vorbereitet, die Ware wird wieder rangeholt, weil wir mal mit Frischware arbeiten, der Zucker und ähnliches. Ja, wird alles aufbereitet, wird alles fertig gemacht, wird alles sauber gemacht und dann geht der Start los, dann drehen wir die Jalousien hoch. Ja, und dann geht's los. Ja, und abends hinter mir sieht man den großen Kupferofen, der jeden Abend mindestens eine Stunde benötigt, der wird jeden Abend poliert, weil alles war eine sehr teure Anschaffung und sowas muss man natürlich pflegen. Ja, und dann geht man nach Hause, dann macht man seine Kasse, man sucht sein Wechselgeld wieder zusammen. Kassenbücher werden nachts geschrieben, Personalprotokolle werden nachts geschrieben, ja, und den Warenbestellungen abgeben. Also der Tag endet spät und fängt früh an. Als erstes sollte man freundlich sein, man sollte rechnen können, man muss schnell sein, weil gerade jetzt hier in der Feuerzeitmodus ist es so, das Nachmittagsgeschäft ist eher ruhig, aber sobald es dunkler wird, ein bisschen kälter wird, dann zieht das Geschäft an und das ist halt unser kleines Problem, wir müssen in einigen wenigen Stunden den Umsatz machen, um diese ganzen Kosten zu tragen, weil das ist schon ein Unternehmen, was viel, viel Geld kostet. Tja, und man muss teamfähig sein und dann klappt das alles. Ja, natürlich ist es wirtschaftlich für uns sehr wichtig, weil nur das Kirmesgeschäft alleine reicht nicht mehr. Das ist einfach so. Das ist ein Wirtschaftsfaktor für uns geworden über die Jahre. Wenn sonst nur ein Zubrot war, ist es heute lebenswichtig für jeden Schaustellerbetrieb. Ja, und das andere, man sieht, wie sich unser Publikum in der Weihnachtszeit erfreut. Spaß hat beim Glühwein, bei der Feuerzahnbowle, bei der Bratwurst, beim Kunsthandwerk. Obwohl wir eigentlich voll im Stress sind und ich persönlich als Vorsitzender und Standbetreiber, das ist natürlich eine doppelte Belastung. Aber man sieht, dass die Weihnachtsstimmung steigt und man lässt sich dann doch davon anstecken. Und das ist sehr schön. Ja, die schönen Seiten, wie gerade schon gesagt, dass man sich anstecken lässt von von dieser Weihnachtsvorstimmung. Ja, und man freut sich natürlich, wenn es ja 22 ist und einen abgebaut hat. Gut, den ganzen 23 sind wir noch am Reinigen etc. Die Leitungen werden gereinigt, die Buden werden gereinigt. Ja, und die Schattenseite ist halt, dass die Familie doch schon vernachlässigt wird. Das ist einfach so. Aber meine Frau stammt natürlich auch aus einer Schaustellerfamilie, deren Vater ist zweiter Vorsitzender, deren Opa ist Vorsitzender. So ist es für mich natürlich viel leichter und so ist es für die Familie viel leichter. Aber wirklich am 23. abends um 17, 18 Uhr, da fällt der Hammer. Und dann ist auch die Familie Top Number One bis wirklich ins neue Jahr. Ja gut, wenn ich abends zu Hause bin, gemeinsam mit meiner Frau, wenn die Kasse gemacht und so ähnliches, nehme ich meinen Hund nochmal. Dann gehe ich nochmal mit dem Hund um den Block und dann fährt man geistig ein bisschen runter. Ja, dann geht es nochmal in die Dusche, das kann auch mal 12 Uhr nachts sein oder später am Wochenende. Ja, und dann baut sich der Stress eigentlich schnell ab. Dann gehe ich nochmal ins Kinderzimmer, dann kriegen meine Kinder nochmal einen Kuss. So, und dann endet der Tag auch für einen. Tja, und dann ist man auch froh, wenn man ins Bett kommt, weil ein paar Stunden später klingelt der Wecker schon wieder. Es hängt ganz von der Tagesform ab, von der Verfassung und natürlich, was der Einzelne ab kann. Aber ich sag mal, 2 bis 3 Feuerzeugen sollten kein Problem sein. I'm telling you.